Moin und herzlich willkommen bei Stegeeky. Ich bin Dennis Matthias und heute möchte ich dir 8 Spiele von Oink Games vorstellen. Die kommen alle in so kleinen, transportablen Packungen und sind alles kleine, aber feine Spiele. Wie fein, das zeige ich dir jetzt gleich. Noch eine Info vorweg, ich habe ein neues Mikrofon, spiele immer noch ein bisschen an den Toneinstellungen, dass das nicht so optimal ist, bitte ich das zu entschuldigen. Die Oink Games gibt es übrigens auch digital, die habe ich auch auf der Switch. Diese 3 hier habe ich eben auch als richtige Spielekopie. Die anderen habe ich nur digital gespielt. Ich blende dir das alles hier aber auch gleich ein, dann hast du so einen Eindruck von dem Spiel. Werde dann auch immer im Video nochmal was dazu sagen, ob ich das jetzt halt wirklich auch nur digital gespielt habe. Das kann ja auch Einfluss haben auf die Meinung vom Spiel. Dann würde ich sagen, legen wir los. Wie immer beginnen wir beim Schwächsten und arbeiten uns durch zum Besten. Auf geht's! Das erste Spiel, was ich dir gerne zeigen möchte, ist In a Grove. Das habe ich nur auf der Switch gespielt. Bei In a Grove geht es darum, dass man versucht zu antizipieren, wer von 3 ausliegenden Männchen der Schurke ist. Jedes Plättchen, die haben so eine Silhouette von Männchen, haben auf der Rückseite eine Zahl. Man schaut sich 2 Plättchen an, die nicht in der Auslage sind, dass man weiß, welche sind nicht im Spiel. Und 2 Zahlen schaut man sich an von denen, die in der Mitte ausliegen. Man muss dann erahnen, wer ist jetzt der Schurke. Man hat also nur beschränkte Informationen. Der Schurke ist derjenige mit der höchsten Zahl, es sei denn, im Spiel ist eine 5, ist im Spiel eine 5, ist derjenige mit der niedrigsten Zahl der Schurke. Ja, man setzt dann eben halt seinen Marker auf eine dieser 3 ausliegenden Figuren. Liegt man richtig, kriegt man halt einen Punkt, ansonsten liegt man halt falsch. Und daraus besteht das ganze Spiel. Man versucht halt zu antizipieren, wer ist jetzt der Schurke mit eingeschränkten Informationen. Hört sich jetzt erstmal so an, als wenn man jetzt viele Möglichkeiten hätte, da irgendwie zu antizipieren. Dem ist aber eigentlich nicht so. Man hat halt wirklich nur diese Infos, die ich jetzt gerade genannt habe. Und dann ist es eigentlich nur zufällig. Ne? Ist jetzt dann eine höhere Zahl noch mit dabei oder nein? Man kann halt nur irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Man weiß ja nicht, ist vielleicht die 5 dabei und dann gewinnt doch der niedrigste. Ja, ist halt eigentlich nicht sehr aufregend, da zu setzen. Habe ich aber auch nur digital gespielt. Ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass das am Tisch viel mehr Spaß machen würde. 4 von 10 Punkten für In a Grove. Der nächste Titel ist Deep Sea Adventures. Das habe ich hier als Kopie und habe das auch digital gespielt, schon mehrfach. Das ist ein Spiel, ist eigentlich ein Push-Your-Luck. Es geht darum, man befindet sich am Anfang in einem U-Boot und taucht praktisch über mehrere Plättchen in die Tiefe. Und es liegen dann so Plättchen aus, das sind dann die verschiedenen Schätze von Level 1, 2 und 3. Das heißt, je tiefer ich nach unten tauche, desto wertvoller werden die Schätze. Man würfelt seine Bewegung aus und ich muss immer entscheiden, ob ich weiter tauche oder zurückkehre. Kehre ich einmal zurück, kann ich nicht weiter tauchen. Der Clou ist, wenn ich einen Schatz aufsammle, ich weiß selbst noch nicht, wie viel Wert dieser Schatz hat, den nehme ich dann einfach zu mir, dann verbrauche ich am Anfang meines Zuges Sauerstoff. Der Sauerstoff wird getrackt auf diesem U-Boot und für jeden Schatz verbrauche ich einen Sauerstoff. Das macht man aber in der Spielgruppe gemeinsam. Das heißt, auch wenn jemand anderes einen Schatz aufsammelt, geht mir ebenfalls Sauerstoff verloren. Plus, für jeden Schatz, den ich habe, werde ich belastet und muss 1 von meiner Bewegung abziehen. Die Bewegung würfel ich mal mit 2 Würfeln. Auf den Würfeln sind aber nur die Augenzahlen 1 bis 3 jeweils. Ja, man muss eben abschätzen, wie weit tauche ich, wann kehre ich zurück. Und man kann das Ganze natürlich einfach auch vom Sauerstoff her ganz bewusst auch steuern. Wenn ich zum Beispiel auch merke, andere werden besser abschneiden als ich, kann ich einfach versuchen, den Sauerstoff zu verbrauchen, damit keiner zurückkommt und alle absaufen. Und man spielt das Ganze 3 Runden und wer dann eben halt die meisten Punkte hat, hat gewonnen.
Ist ein nettes Spiel für zwischendurch, nichts Besonderes, was man aber so einfach als Push Your Luck mal mit in der Tasche haben kann. Spielt man runter und vergisst es dann halt auch wieder. 5 von 10 Punkten für Deep Sea Adventures. Dann haben wir Moon Adventure als nächstes. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von Deep Sea Adventure, wenn man so möchte. Ist kooperativ und man ist auf dem Mond unterwegs und muss sich über die Mondoberfläche bewegen und hat Sauerstofftanks mit dabei, die man dann verbraucht. Und jeder Sauerstofftank hat einen unterschiedlichen Wert, wie viele Würfel ich werfe, um Aktionspunkte zu bekommen. Diesen Aktionspunkt kann ich bewegen, ich kann Schätze aufsammeln, ich kann aber auch so Stationen errichten, wo ich dann und auch meine Mitspieler Sauerstoff wieder aufladen kann. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass wenn ich Sauerstoff auflade, dass es dann so eine Fehlschlagkarte gibt, dann kriege ich keinen Sauerstoff und diese Station wird zerstört, damit muss ich auch immer noch kalkulieren. Und hier geht es darum, dass man eine gewisse Anzahl von positiven Schätzen aufsammeln muss. Und je weiter man sich fortbewegt auf dieser Mondoberfläche, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich einen positiven Marker und keine Niete ziehe. Jeder Charakter hat dann auch nochmal Unique Player Powers, also individuelle Fähigkeiten, die man dann noch benutzen kann im Spiel. Ja, wie gesagt, ist wie Deep Sea Adventures nur kooperativ und ein bisschen anspruchsvoller, weil man mehr Möglichkeiten, mehr Aktionen hat. Habe ich nur digital gespielt, gefällt mir ein bisschen besser als Deep Sea Adventures, deswegen 6 von 10 Punkten für Moon Adventure. Dann habe ich Fafnir für dich, das habe ich ebenfalls nur digital gespielt. Bei Fafnir geht es darum, dass man Steine von bestimmten Arten sammelt und versucht, da die Punkte zu erzielen. Es liegen immer Steine auf einer Auslage aus und man bietet dann praktisch verdeckt für diese Steine, die denn da liegen. Jeder Stein hat an sich schon mal eine gewisse Wertigkeit, wenn man einen Gleichstand hat von der Anzahl der Steine, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, manche Steine sind generell schon etwas wertvoller als andere. Ich biete dann verdeckt, kann Steine jeglicher Art wählen, allerdings darf ich keine Steine wählen von denen, die da jetzt gerade ausliegen. Es gibt auch noch Gold. Gold ist am Ende des Spiels definitiv einen Siegpunkt wert, bringt aber halt nichts für die Wertung von den Steinfarben. Und derjenige, der dann am meisten geboten hat, bekommt die Steine, die da liegen, muss seine Steine dann aber abgeben und die gehen praktisch in so eine Marktauslage. Und die Steine, die ich dann abgegeben habe, senken den Wert des Steines, der jetzt ausgelegt wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel blau gespielt habe, wird blau damit wertloser. Denn die Steine, die nachher bei den Spielern am meisten vertreten sind von der Anzahl her, das sind die, die dann positiv punkten. Die am meisten vorhanden sind und die am zweitmeisten vorhanden sind. Das heißt, ich versuche möglichst diese Steine zu sammeln und eben den Marktwert der anderen Steine dahingehend zu beeinflussen, dass ich Steine, die ich nicht habe, möglichst unattraktiv mache und den Wert senke. Ist ein sehr interessantes, ich sag mal, Marktmanipulationsspiel und Drafting-Spiel für zwischendurch, ist ganz nett. Fafnir, 6 von 10 Punkten. Als nächstes möchte ich dir gerne Fake Artist vorstellen. Das habe ich nur digital gespielt. Das kann hier durchaus eine Rolle spielen, jetzt gleich bei meiner Meinung. Fake Artist ist ein Partyspiel, da versuchen alle Spieler gemeinschaftlich ein Bild zu malen. Jeder bekommt eine Karte und da ist ein Begriff drauf von diesem Objekt oder dem Lebewesen, was man zeichnen möchte. Das Thema ist durchaus bekannt. Also da könnte ja zum Beispiel stehen Zootier oder sowas. Und auf der Karte steht dann das eigentliche Tier, was man zeichnen möchte. Allerdings ist ein Fake Artist dabei, also jemand, der kein echter Künstler ist, und dem ist der Begriff nicht bekannt. Jeder Spieler muss dann einen Strich machen und versuchen, dieses Objekt, dieses oder Lebewesen oder wie auch immer, zu zeichnen. Und muss damit möglichst den anderen Spielern zeigen, ich bin ein echter Künstler.
dass die also erschließen können, ah ja, er zeichnet jetzt wirklich dieses Objekt oder dieses Tier. Man darf es aber auch nicht zu offensichtlich machen, dass der Fake-Artist erahnen kann, was das ist und dann eben halt dieses Bild auch nachzeichnen kann. Also man muss versuchen, diesen Fake-Artist herauszubekommen. Denn nachdem alle einen Strich gemacht haben, wird abgestimmt, wer ist denn jetzt der Fake-Artist. Konnten den Fake-Artist entlarven, bekommen ihm halt die Spieler dann einen Punkt. Und der Fake-Artist bekommt einen Punkt, wenn er nicht entlarvt wurde. Und die Zahl, also die Punktezahl, die man dann sammelt, ist auch deutlich höher. Und so wechselt dann eben halt der Fake-Artist durch. Man spielt da mehrere Runden und das ist es. An sich ein sehr, sehr schönes Spiel. Auf der Switch ist eben halt das Problem, da fällt einem das Zeichnen schon sehr schwer. Man muss in einem durchzeichnen, man darf keine Pause machen, man darf nicht absetzen, weil dann gilt das als sofort finalisierter Strich. Und der Stick bei der Switch ist sehr, sehr empfindlich. Das macht es leider auf der Switch etwas schwierig zu spielen. Ich glaube, das ist als Spiel in einer physikalischen Form deutlich besser, macht uns so zwar auch Spaß, aber wie gesagt, ist digital halt etwas erschwert durch die Handhabung, deswegen 6 von 10 Punkten. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es durchaus eine 7 von 10 Punkte sein könnte, wenn man es denn physisch hätte. Und als nächstes habe ich Scout mitgebracht. Das ist ja schon sehr bekannt. Das war nominiert zum Spiel des Jahres, hat auch einen Kritikerpreis bekommen. Und das ist ein wirklich schönes Kartenspiel. Bei Scout geht es darum, dass man versucht, Kunststücke auszuspielen. So ist es thematisch. Und eigentlich sind das nur Karten von aufeinanderfolgenden Zahlen oder gleichen Zahlen. Der Clou dabei ist aber, dass ich eine Kartenhand am Anfang des Spiels bekomme und ich darf die Reihenfolge nicht verändern. Ich fächer die auf, kann mir die angucken, darf dann diese ganze Hand einmal umdrehen. Da haben diese Karten dann andere Zahlen und ich darf dann entscheiden, mit welcher Seite von diesen Karten ich denn spielen möchte. Aber diese Entscheidung ist fix für den Rest dieser Spielrunde. Und dann spielt man immer Karten aus. Das Wichtigste zuallererst ist einmal die Anzahl der Karten, die ich ausspiele. Also beispielsweise spiele ich jetzt nur eine Karte aus, eine 8. Dann muss der nächste Spieler diese Karte entweder mit der Augenzahl übertreffen oder aber spielt zwei Karten aus oder auch mehr, also 3 oder 4 Karten. Und das müssen dann eben, wie gesagt, aufeinanderfolgende Zahlen sein oder gleiche Zahlen. Übertroffen wird dann, wenn man eine Auslage hat mit aufeinanderfolgenden Zahlen von höheren aufeinanderfolgenden Zahlen oder aber gleiche Zahlen. Gleiche Zahlen stechen immer aufeinanderfolgende Zahlen und da auch wieder die höheren. Das wird wiederum übertroffen von einer höheren Anzahl von Karten. Klingt jetzt sehr kompliziert, ist aber eigentlich sehr eingängig, spielt sich halt drunter. Der Clou dabei ist, wenn ich Karten dann ausspiele aus meiner Hand und ich nehme die raus, werden die anderen Karten zusammengefügt. Und so können halt auch Karten aneinander gefügt werden, die ich dann wiederum in den nächsten Runden verwenden kann, um weitere Kunststücke zu spielen. Das heißt, es ist nicht immer unbedingt gewollt, jetzt gerade das beste Kunststück auszuspielen, weil ich vielleicht eine Karte davon noch auf der Hand halten möchte, damit ich danach noch eine Kombination spielen kann. Derjenige, der dann als erstes seine Hand an Karten abgeworfen hat, gewinnt diese Runde. Und die anderen Spieler bekommen halt Minuspunkte, abhängig davon, wie viele Karten sie noch auf der Hand haben. Klingt kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Wenn man einmal gespielt hat, spielt sich das sehr flüssig. Und es sind eben halt interessante Entscheidungen, wie ich diese Karten drehen muss, welche Karten nehme ich jetzt genau raus. Ich kann halt auch noch scouten, das heißt, wenn ich kein Kunststück vollführen kann, darf ich mir aus der Auslage von den Karten, die jetzt gerade liegen, von den Karten, die meine Spieler vorher gespielt haben, eine Karte wegnehmen und darf die dann beliebig einsortieren und mir so neue Kombinationen schaffen. Wirklich tolles Spiel, 8 von 10 Punkten für Scout. Und dann möchte ich mit dir über Make the Difference sprechen, habe ich bis jetzt nur digital gespielt. Und das genau umgekehrt wie bei Fake Artist. Digital funktioniert das wunderbar. Ich weiß nur nicht, wie gut das mit einer physischen Kopie
funktionieren würde. Ich sage dir auch gleich, warum. Bei Make the Difference geht es darum, du kennst mit Sicherheit so aus deiner Kindheit diese Bilder mit Unterschieden. Zwei vermeintlich gleiche Bilder und bei einem sind fünf Sachen unterschiedlich und die musst du eben halt finden. Genau das ist es, nur ein Spieler macht die Unterschiede. Das heißt, man hat zwei Kopien eines Bildes und man zeichnet dann Unterschiede ein. Und die anderen Spieler müssen die dann finden. Hat nur eine gewisse Anzahl an Sekunden Zeit dafür. Und wenn ein Spieler einen Unterschied findet, bekommt er einen Punkt. Wenn ein Unterschied unentdeckt bleibt, bekommt derjenige, der gezeichnet hat, dafür Punkte. Plus, je größer der Unterschied ist, den er einzeichnet, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass es gefunden wird, desto mehr Punkte bekommt er aber, wenn es nicht gefunden wird. Sehr, sehr witziges, sehr tolles Spiel. Haben wir schon in den unterschiedlichsten Runden gespielt. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich weiß halt nur nicht, wie es funktioniert mit einer physischen Kopie. Ich wollte mir immer gerne schon eine davon besorgen. War nur bis jetzt überall immer ausverkauft. Auch online ist es schwierig, da noch eine Kopie zu bekommen. Ich hoffe, das wird nochmal nachproduziert, dass man da wieder leichter drankommt. Denn was ich mich da einfach frage, ist, ob man dann die Striche, die man zieht mit dem Folienmarker, ob man die nicht erkennen kann, dass man einfach sieht, wo wurde gezeichnet. Wenn man das vielleicht irgendwie so ein bisschen gegen Licht hält und das spiegelt, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Digital funktioniert das wunderbar. 8 von 10 Punkten für Make the Difference. Und dann haben wir mein bisheriges Lieblings-Oink-Spiel, und das ist Startups. Startups ist ein Set-Collection-Spiel, ja, und eigentlich auch ein Marktmanipulationsspiel. Und zwar geht es darum, dass man versucht, Firmenanteile von Startup-Unternehmen zu sammeln. Das sind praktisch 6 verschiedene Farben an Karten, die man praktisch hat. Und jede Kartenfarbe ist unterschiedlich häufig im Deck. Ein paar Karten sind auch raussortiert. Also man weiß also, man hat immer so eine gewisse Unwägbarkeit, wo denn jetzt Firmenanteile fehlen. Ja, und man hat in seiner Runde immer zwei Möglichkeiten. Man zieht entweder eine Karte vom Stapel oder eine Karte aus der Marktauslage. In der ersten Runde gibt es noch keine Marktauslage. Wie sich die bildet, erkläre ich dir jetzt gleich. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder eine Karte aus seiner Hand zu spielen und damit eben halt Anteile an dieser Firma zu benennen. Tue ich das, bekomme ich dann den Antimonopolmarker. Und das heißt, ich darf dann nämlich keine Karten aus der Marktauslage mehr nehmen. Erkläre ich jetzt auch gleich. So, die andere Möglichkeit ist, ich lege eine Karte aus meiner Hand ab, eben in die Marktauslage. Das kann ich dann machen, weil ich bestimmte Firmenanteile zum Beispiel loswerden möchte. So, der nächste Spieler hat dann die Möglichkeit, entweder eine Karte vom Stapel zu nehmen. Tut er das, muss er aber einen Siegpunkt abgeben auf die Karte, die im Markt liegt. Das heißt, wenn er die Karte nicht haben möchte, die im Markt liegt, muss er dafür halt Siegpunkte abgeben. So, und so geht das Spiel dann weiter. Und derjenige, der nicht den Antimonopolmarker hat, bekommt diesen, wenn er Firmenanteile einer Firma auslegt und die Anzahl höher ist als derjenige, der jetzt momentan diesen Antimonopolmarker hält. Habe ich also einen Antimonopolmarker und habe eine Karte liegen, du spielst dann 2 Karten dieser Firma, bekommst du diesen Antimonopolmarker und darfst dann von dieser Firma eben keine Karte mehr aus dieser Marktauslage nehmen. So, das wird so lange gespielt, bis der Stapel aufgebraucht ist und dann wird geguckt, wer hat die meisten Karten einer Firma. Der bekommt dann die Punkte von den anderen Mitspielern und zwar in der Höhe der Marktanteile, die sie denn dann haben. Das heißt, habe ich jetzt beispielsweise 3 Karten einer Firma, du hast 2, dann bekomme ich von dir 2 Siegpunkte, die werden aber umgedreht und jeder davon ist 3 wert. Das heißt, ich bekomme 6 Punkte, du verlierst 2. Ja, und das ist im Prinzip das Spiel. Das wird dann 3 Runden gespielt und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte hat. Für mich, wie gesagt, das tollste Oink-Games-Spiel. Gefällt mir richtig gut. 8 von 10 Punkten für Startups. Dann hau gerne mal in die Kommentare, welches Spiel dir denn am besten gefällt von Oink-Games. Wenn du selbst schon welche gespielt hast
Oder vielleicht jetzt auf Grundlage dieser Kurzrezension, was dich am meisten interessiert. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin, stay geeky. Ciao!